Süßen and welcome back zu einem neuen Video, und zwar zu meiner Morgenroutine. Es ist gerade 5.50 Uhr, ich habe gesehen, ich bin 5.30 Uhr aufgestanden. Und da das Video nicht nur meine Morgenroutine sein soll, sondern ich auch immer super oft gefragt werde, wie ich schaffe, so früh aufzustehen, erkläre ich euch das nebenbei eben auch noch. Ja, aber jetzt erstmal Skincare. Ich starte mit dem 120-Hour Hydrator von No Cosmetics. Und dann nehme ich von Ole Henriksen das Banana Bry Vitamin C Serum. Das ist, by the way, keine super productive Morning Routine oder so, falls ihr das erwartet. Das ist einfach nur für mich der beste Weg auszustehen, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich halt früher aufstehe, dass die Zeit, bis ich zur Schule muss, oder eigentlich egal wohin muss, halt länger ist und ich deswegen mehr Zeit habe, richtig fit zu sein und dann richtig auch da zu sein. Deswegen stehe ich halt einfach sehr, sehr gerne zum Beispiel 5.30 Uhr auf. Und jetzt nehme ich noch die Ole Henriksen Sea Rush Brightening Gel Cream. Dann nehme ich most of the times dieses Karottenöl. Aber ich habe mir einfach gar keinen Bock drauf, aber das nehme ich sonst eigentlich immer. Ja. Und dann meine Formel Skin Sonnencreme. So, Skincare ist done. Ich würde sagen, ich hau schon mal meinen ersten Tipp raus. Und zwar, den habt ihr eigentlich schon gesehen, zuerst ist dieser Wecker am Anfang. Das ist ein Tageslichtwecker, das heißt, der simuliert erst einen Sonnenaufgang und es fängt so ganz leise und dann immer lauter so Vogelgezwitscher an. Ich wache von einem iPhone-Wecker auch auf. Allerdings bin ich da sehr dazu geneigt, immer wieder auf Schlummern zu drücken. Das habe ich bei dem tatsächlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wofür die Taste, wo die Taste dafür ist. Und allgemein wacht man halt irgendwie super sanft aus. Also man ist halt einfach wach, wenn der Wecker klingelt. Wenn es überhaupt so weit kommt, weil ich wach super oft auch schon bei diesem Sonnenaufgang auf. Ja, also dieser Wecker ist echt super. Und dann vermeidet man, dass man morgens direkt ans Handy geht. Ich weiß, die meisten Morning-Routines sagen, ja, die nächsten Stunde am Tag nicht ans Handy, das mache ich nicht. Ich werde jetzt gleich meine Socials checken gehen. Aber die erste halbe Stunde ist erstmal ohne Handy, weil ich besser wach werde und besser anfange zu laufen. Und ich habe jetzt noch 6 Minuten bis um 6. Und die 6 Minuten nutze ich jetzt, um ein bisschen aufzuräumen. Weil ich habe da ein Wäscheberg gebaut. Seht ihr nicht? Ist da drunter, das ist meine Wäschetonne. Ich habe da ein Wäscheberg gebaut. Der ist sehr hoch geworden über die letzten Tage. Deswegen werde ich das jetzt einmal aufräumen. Und dann habe ich noch ein Wäscheberg in meinem Zimmer. Den räumen wir dann auch noch auf. Wenn ich, by the way, mich schminken wollen würde, würde ich das auch jetzt machen. Mache ich aber meistens zur Schule nicht. Deswegen, ich bin jetzt eigentlich fertig und muss mich halt offensichtlich nachher noch umziehen. Aber sonst bin ich jetzt ready. Ich räume jetzt hier noch meinen Schminktisch, auf dem ich seit Tagen irgendwelche komischen Klammern liegen habe, weg. Und dann, ich zeige euch das mal kurz. Das hier noch. Wir haben das Chaos jetzt auf das begrenzt, weil das ist halt eben meine Schultasche. Und jetzt müssen wir meine Gym-Tasche für nachher noch packen. Und das ist Emil. Normalerweise fahre ich nach der Schule nie ins Gym, deswegen muss ich das morgens auch nicht machen. Aber ich bin halt ein bisschen stressy geplant. Ich trainiere heute Rücken, das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen nice Sports Bra. Okay, fit ist diese Shorts von Navigation, die ist so kaffeegrün. Das ist so eine ganz normale, ich weiß nicht, wie die heißt, aber da ist nichts drauf oder so. Ja. Dann dieser Sports Bra von Gymshark. Und einfach das von meinem Dad, ein altes T-Shirt, glaube ich. So ein Nike Dry Fit T-Shirt als Pump Cover. Falls ihr euch jetzt fragt, why the fuck ich wieder im Bett bin, das liegt daran, weil es jetzt 6.07 Uhr ist und das heißt, ich habe jetzt noch 50 Minuten bis wir frühstücken. Und das sind im besten Fall 60 Minuten und die werden gesplittet in 30 Minuten productive und 30 Minuten Me-Time, also whatever I want to do. Ja, und auf Productive fällt tatsächlich für mich sowas auch wie Lesen oder so. Und 30 Minuten ist halt entweder irgendeine Serie schauen, irgendwas am Handy machen, bla bla bla. Ich fange mal mit dem Productive Part an, weil manchmal zieht er sich dann noch länger und dann
habe ich nicht mehr so viel Zeit, noch alles hübsch zu checken und bla bla. Heute ist der Productive Part für den Mathe-Test jetzt gleich lernen, weil ich schreibe am Anfang gleich Mathe-Test. Wie ihr meinem Abi-Vlog sehen werdet, den ich euch ja die ganze Zeit nebenbei mitfilme, werdet ihr auch sehen, dass Lernen nicht so meine Begeisterung ist. Deswegen fange ich am Morgen vom Test an zu lernen. Die Morgenroutine ist, by the way, noch schöner, wenn man, wenn die Sonne halt nebenbei aufgeht oder wenn es halt schon hell draußen ist, das macht es halt deutlich einfacher, wach zu werden. Aber wie ihr seht, ich hatte jetzt auch mein Fenster offen und habe trotzdem gemerkt, wie es heller wird. Das ist eigentlich voll gut, weil dadurch, dass man halt, ich habe das Gefühl, ich werde halt richtig gut wach mit dem Aufgehen der Sonne draußen und mit dem heller werden draußen. Ich bin jetzt auf jeden Fall fertig mit Lernen. Und habe jetzt noch On-Screen-Time, whatever, meine 20 Minuten, das ist genau 6.41 Uhr, ihr erkennt es gleich. Dann werde ich entweder irgendein YouTube-Video schauen oder TikTok oder keine Ahnung was. Das ist mit Sicherheit nicht das Gesündeste, was man jetzt machen könnte, aber I don't care. Und ja, yeah. Next Step ist, by the way, genau das. Weil wenn ihr euren Morgen, ihr habt so eine super strikte Morning-Routine mit 3 Stunden ohne Handy und keine Ahnung, halt nichts, was euch Spaß macht, warum solltet ihr aufstehen? Also macht eure Morning Routine so, dass ihr darauf Bock habt, dass ihr die geil findet, dass ihr euch Spaß macht. Das ist mit Sicherheit nicht jeden Morgen so, aber baut irgendwas ein, auf das ihr euch eigentlich jeden Morgen freut. Und das baut ihr dann zum Ende ein und dann habt ihr halt auch die Muße, das durchzustehen. Okay, Phone Time is over. Es ist noch ein bisschen heller geworden und ich mache jetzt mein Bett und dann ziehen wir uns um. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mich gerade scharf seht, aber ich ziehe diese Hose hier an, die ist von Bershka. Und matching that, diesen schwarzen End Other Stories Pullover. So, jetzt brauche ich noch Deo und Parfüm. Deo und Pair und Gedächtnis, die ist von Rexona. Crazy. Wenn ihr wissen wollt, wie ich rieche, hier, das Parfüm, die ich sehr gerne benutze. Das ist einmal Valentino, ich weiß nicht, wie es heißt. Pokevika, I guess. Und Victoria's Secret Tease Candy Noir. Die sind sehr geil. Sonst Sometimes Tara Rose Gaumont heißt das. Und Tara Red Temptation, also das Baccarat Rouge Trub Duke. Das habe ich heute auch drauf. Ja. So, es ist jetzt 7.01 Uhr, das heißt Frühstück mit der Familie. Und damit ist das Video jetzt auch vorbei. Meine Morning Routine genauso. Weil nach Brüssel geht es für mich dann noch zur Schule. Ich habe euch ganz lieb. Let me know, wie ihr das Video fandet. Ich lasse mir gerne einen Daumen nach oben. Drückt aufs Plüsschen und